So Leute, zum Thema Felgenband ist jetzt ein Original Tubeless Sunringer Felgenband zu einer Sunringer Felge. Ja, der Grund ist, warum ich mir sowas hole, weil ja, hier sieht man es ganz gut. Hier mit dem Licht, weil das hier verschiebt sich natürlich immer und ja, das nervt mich natürlich komplett. Ja, was braucht man an Werkzeug? Eigentlich nur zum Hochheben dafür sowas. Was Spitzes halt. Kann man auch einen Bleistift nehmen oder sowas. Ja, und deshalb nehme ich halt ein Tubeless jetzt, weil ich fahre ja weiterhin Schlauchreifen. Was man halt machen sollte, wenn man richtig auf Tubeless umsteigen will, natürlich immer sauber machen. Weil wird ja dann, und natürlich der Dreck liegt natürlich auch mit für alle Gewichtsfetischisten. Naja, daher ich immer noch Schlauchreifen fahre, ist mir das eigentlich egal, ob das jetzt komplett dreckig ist oder halt noch ein bisschen. So, zum Thema. Wie nur im Bild. Ja. Ist jetzt nicht das Einfachste, weil ich habe es schon mal gemacht. Also man braucht schon ganz gut Zeit. Und man sollte sich auch genug Zeit nehmen, gerade wenn man dann wirklich auf Tubeless umsteigen will. Im Idealfall sollte halt kein Luftbläschen hier zu sehen sein. Und genau sowas hier sollte man dann wirklich vermeiden, gerade wenn man richtig auf Tubeless umsteigen will. Immer schön nach außen. Ich hoffe, ich bin noch im Bild. Ja. Ich hoffe, es ist auch nicht zu verschwommen oder so. Weil der Vorteil hier ist, es bleibt halt kleben und ja, da habe ich dann auch gar kein Problem mehr, wenn ich einen Reifen drauf mache, dass halt da, naja, da ich mir halt einen Schlauch da einklemme oder halt aufreiße oder wie auch immer. Hatte ich bisher noch nie, aber dass das da hin und her rutscht im Reifen, das stört mich halt. Und deshalb Tubeless Band. Weil das Zeug brauche ich auch nicht auswechseln, wenn es sich mal verbiegt, weil eigentlich kann es sich nicht verbiegen. Weil es ja festgeklebt. Zum Thema Kosten, so eine ganze Rolle kostet, glaube ich, 15 Euro. Ist aber dann auch für vier Reifen oder so. Ich werde schief. Nein. Nochmal. Bin jetzt wirklich schief geworden. Ja, und wenn sowas passiert, sollte man sich wirklich genug Zeit nehmen.
Ich lasse mal die Kamera laufen, mal schauen, wie lange ich gebraucht habe. Aber eigentlich ist es einfach. Natürlich wäre es jetzt nochmal schöner, wenn man sich der Felge einspannen könnte. Wenn man da eine zweite Person hat, die sie zum Beispiel festhält, aber alleine funktioniert das natürlich auch. So, leicht überlappen lassen und ups, man sollte natürlich eine Schere oder so zum Abschneiden dabei haben. So viel nochmal dazu erwähnt. Jetzt nochmal schauen, dass es auch wirklich überall fest ist. Weil bei mir sieht man ja hier, so soll es aussehen. Und hier sieht es halt so aus. Also heißt es, ich muss nochmal bei beiden Seiten komplett rüber gehen. Was natürlich jetzt kein großes Problem ist. Damit auch ja wirklich alles fest ist und nicht mehr verwackelt, sage ich jetzt mal. Weil das war ja der Hauptgrund, warum ich jetzt auf Tubeless umgestiegen bin. Tubeless-Felgen habe ich die ganze Zeit schon, aber halt hier auf Tubeless-Band. Tubeless-Reifen habe ich auch, aber ich fahre immer noch Schlauch, altmodisch. Weiß nicht warum. Ist wahrscheinlich einfacher, mal einen Schlauch zu wechseln, als komplett Dichtmilch und sauber machen und die ganzen. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Machen wir da näher zur Kamera. Mal ein bisschen ins Licht hier kommen. Sieht man ja, ist ziemlich gut geworden. Bin zufrieden. Also so viel zum Thema. Also 10 Minuten habe ich jetzt knapp gebraucht. Als Anfänger braucht man vielleicht ein bisschen mehr beim ersten Mal.
Aber es ist halt eine normale Zeit. Dann tschüss, bis zum nächsten Video. Also Leute, zum Thema nochmal hier, wie ihr das macht. Einfach mal durchstechen und ja, ich habe da halt auch wieder das Loch. Natürlich könnt ihr auch hier das Ventil vom Schlauch nehmen, solange es nicht abbricht, ist ja alles gut. Jetzt kann man es halt auch wieder durchfädeln. Hatte ich nochmal vergessen zu erwähnen.